Reicht der Hype nicht mehr aus, ne? Ist zu viel Hate geworden, oder was? Ein Mann, ein Wort it out, motherfuckers. Gott, Alter. Also ich wollte... Kurze Real-Life-Story, meine Freunde, damit ihr mal seht, wie geil Deutschrap ist, Digga. Es gibt mindestens 3 bis 4 oder sogar 5 Leute, die mir letztes Jahr versprochen haben, Exklusiv-Interviews, ja, auf meinem Kanal, in meinem Format. Safe, Bruder, erste Interview mache ich bei dir. Ohne Scheiß, Bruder, voll geil und so. Fühl ich voll krass, hieß das, bla bla bla. Dann chillst du zu Hause und dann siehst du, wie nacheinander Interviews von den Leuten auf anderen Plattformen kommen, Digga. Und dann schreibst du, versuchst du irgendwie Kontakt aufzunehmen, die antworten nicht mal, Digga. Reicht der Hype nicht mehr aus, ne? Ist zu viel Hate geworden, oder was? Ein Mann, ein Wort it out, motherfuckers. Ja, also wenn ihr da mal ein bisschen Zeit habt, könnt ihr ja mal die Kommentare durchlesen. Diese typischen Leon Lovelock-Kommentare sind da wieder dabei, also kann man sich auf jeden Fall hart unterhalten fühlen für eine Weile. Null positive Kommentare, den Mann Leon, überdenk mal dein Leben. Das mit diesen Kommentaren, ne? Also er ist da wirklich schon seit, ich glaube, seit knapp einem Jahr mittlerweile ist er da gut gefickt, auch in seinen eigenen Videos. Er versucht da so ein bisschen positiv entgegenzuwirken, indem er halt so die wenigen positiven Kommentare, die es dann doch immer wieder gibt, mit einem Herzchen versät, ne? Denn wenn man das als Kanalbetreiber macht halt, ne, dann werden diese Kommentare dann weiter oben angezeigt, auch wenn die vielleicht weniger Likes haben als irgendwelche Hater-Kommentare, ne? Somit kann man natürlich so in seiner eigenen Kommentarfunktion so ein bisschen so eine indirekte Zensur betreiben, ne? Aber ich sag mal so, bei der Fülle der der Trollkommentare, da hilft das auch nur bedingt. Ja, tut mir eigentlich schon leid, so ein bisschen, ne? Also, ja, was soll man machen, Alter? Lebenshart. Be unique, man.